Moin, was geht ab, ihr Lümmels? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Road to Grand Champ. Wir haben in der letzten Folge dreimal denselben Mate bekommen, haben dreimal überraschenderweise auch Wins rausgeholt und sind auch deswegen verdientermaßen in Division 2 hier in C3 gelandet. Und ja, von dieser Punktzahl aus, ich glaube, es waren jetzt 13:40, starten wir weiter unseren Grind in Richtung 14:40, also exakt 100 Punkte sind es jetzt noch. Wenn alles glatt geht, wäre das in 11 Folgen, glaube ich, wäre es gemacht. Aber wir kennen das alle, es wird nicht glatt laufen. Und wir wollen sowieso alle, dass das Format noch ein bisschen geht. Deswegen schauen wir einfach mal. Wir haben ja keinen festen Rahmen, den wir uns gesetzt haben, bis wann wir das ganze Ding hier fertig haben müssen. Weil es ja auch kein Challenge-Video ist, sondern es geht halt einfach nur darum, oder keine Challenge-Series, sondern es geht halt einfach nur darum, dass ich auf jeden Fall auf diesem Account auch einen schönen roten Titel haben wollte. Und deswegen hatte ich Bock drauf. So, jetzt aber auf jeden Fall ankommen in dieser Partie. Wir sehen alles Randoms. Nice. Ich glaube, er hat keinen Boost. Shit. Na, jetzt bin ich auf jeden Fall derjenige, der ja keinen Boost hat. Na, shit. Mein Plan war, den Touch zu holen und den Ball dann schön für meinen Mate vorzulegen. Geklappt hat das auf jeden Fall nicht. Ich meine, den Touch habe ich geholt. Aber der Ball ist leider sehr weit zu den Gegnern gegangen. Und deswegen konnte mein Mate dann nicht eventuell irgendwas draus machen. Nice. Tja, das passiert, wenn man nur bumpen kann. Gut, keine Ahnung, was mein Mate veranstaltet. Mach ihn! Yes! Sehr schön. Ich dachte erst, er will den Ball touchen. Und dann dachte ich so, okay, er fährt weiter nach vorne, dann gebe ich ihm den Pass, dann kann er sich sein Tor trotzdem noch holen. Und deswegen, schön, schön gemacht. Nice, schöner Touch. Der Touch von ihm hat die Gegner sowas von komplett aufgeworfen. Schöne Challenge. Ah, scheiße. Ja! Boah! Okay. Er hätte ihn fast daneben gesetzt. Er hätte ihn fast daneben gesetzt. Oh,
Ah. Komm schon, Desert. Oh no. Ich hole lieber hier hinten den Corner Boost. Okay, wenn die nicht vorfitten, dann weiß ich es auch nicht, Alter. Jetzt bumpen die sich schon gegenseitig in der Corner da hinten. Ja. Was soll man dazu sagen? Das sind dann halt immer so schöne Partien, wenn der Gegner wie eine Bitch spielt und dann kriegt er einfach so eine Karma-Schelle. Oh, unser Soto-Freund aus der letzten Folge ist wieder am Start. Allerdings diesmal auf der anderen Seite. Das heißt aber, er hat auf jeden Fall auch einen Win geholt. In seiner Partie ohne uns. Ah, ich lass mal meinen Mate da einfach machen. Ich dachte, er geht da hin. Den Mid-Boost lasse ich mal für meinen Mate. Okay, er geht zur anderen Seite. Er will wahrscheinlich reinkarten. Dann gehe ich jetzt einfach mal auf die Linie. Alter, war das ein schöner Schuss. Holy moly. Den will ich mir nochmal angucken. Oh, stark. Stark. Schönes Ding. Aber ja, ich habe gerade gecheckt. Toto-Meister hat auch seine Partie gewonnen. Oh Gott. Egal, ist noch genug Zeit, um das ganze Ding wieder rumzureißen. Eieiei. Hä? Was macht der Typ da im Tor? Nicht verstanden. Ach, der Mate ist gar nicht da, um den Pass anzunehmen. Ja, Digga, also mach doch einfach direkt Eigentore.
Ach, schwierig, schwierig, schwierige Partie. Ich hätte so einen schönen Shot gehabt. Boah, ey, Alter. Ah, ich kriege manchmal Kopfschmerzen. Warning, es ist fucking C3. Nein, 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 nein. Kann ich nicht nachvollziehen. Mister. Oh, what the fuck? Ich glaube, der hatte keinen Boost. What the fuck? Ja, der kam leider zu tief. Ich wollte so einen richtig schönen hohen Ball für meinen Mate spielen. Und dann kam einfach das dabei raus. Holy moly, ey. Und der landet auch direkt vorm Tor, ne? Ist das eine Kacke, ey. Ich brauche Boost.
Nein! Tja, da hat er sich auf sein Teammate verlassen. Den Kickoff hat er verkackt. Dachte so hart, der rollt schon rein, ne? Und dann sehe ich so, ach fuck, der bounced noch an den Pfosten. Naja, zu fest. Normalerweise wäre der nicht zu fest gewesen, aber mein Mate, keine Ahnung. Der kann mit solchen Bällen irgendwie nicht umgehen. Nicht auf Bump fahren. Na, schade. Die Idee war nicht schlecht. Ich hätte mit dem Pass aber auch noch warten können, um den halt viel stärker zu meinem Mate rüber zu spielen. Oh, nice, schönes Ding. Ja, Leute, damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen und sind roundabout bei 1350 Punkten, 3000 Punkten, alles klar, Alter. Einfach schon der Rank nach Super Sonic Legend. Also, wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein, peace.